Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3. Und ja, ich bin hier schon hingeworbt, damit das nicht so lange dauert. Die Ladezeiten sind ja doch relativ lang. Naja, was heißt lang? Etwas lang. Bisschen. Müh. So, das Ziel war ja eigentlich gleich in der Nähe. Oder der Auftrag. Na, komm schon. Oh, ah doch, da ist er schon. Oh, Alter! Wir müssen diese Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die Opfer, die eure Brüder gebracht haben, dürfen Ich nicht kenne die umsonst Mission. sein. Geht jetzt! Kann auch mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles Lee? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle Mann zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne Chance, mon ami. Drei Minuten Zeit, das können wir schön ballern. Perfekter Schuss! Perfekter Schuss, ich hab die erste Linie vergessen. Bam! Das wird sie aufhalten. Junge. Und zack! Wir schlagen sie doch noch zurück. Komm schon, komm schon, komm schon. Und bam. Das verschafft uns mehr Zeit. Ach du Scheiße. Jetzt machen wir erstmal die hier. Und zack. Wir schlagen sie doch noch zurück. Also die Missionsziel ist ja mal voll billig. Aber wir sehen, wäre es auch dumm, wenn man das nicht so machen würde. Zack, Junge. Das verschafft uns mehr Zeit. Zack. Das wird sie aufhalten. Ach Mensch, 100% Synchro. Ist doch mal sehr gut. Ach, aber das ist wieder was, was relativ langweilig ist. Zack. Erinnert mich auch ein bisschen an Brotherhood, wo die Villa angegriffen wird. Musste man ja auch ein bisschen mit den Kanonen spielen. Wir schlagen sie doch noch zurück. Alter, 1 Minute 20 müsst ihr noch aushalten. Dann habt das. Zack, Junge. Das verschafft uns mehr Zeit. Ach, Mann. Vor allem, was macht Connor da? Er Perfekter steht Schuss. Bloß daneben. Ja, man sieht. Das ist total dumm irgendwie. Das wird sie aufhalten. Oh, gib mal die da vorne, sind ja schon alle tot. Bam. Zack. Schlagen sie doch noch zurück. Alter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schneller. Gib Zeit erst. Das verschafft uns mehr Zeit. Da kommen jetzt keine mehr, bloß noch rechts oder was? Bam! Das wird sie aufhalten! Oh, jetzt sind ja bloß noch 10 Sekunden. Wir schlagen sie doch noch zurück! Das war's! Ha! Da kam ja keine mehr! Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir! Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf! Seit wann hat er die Befehle?
Hat er irgendwas verpasst? Wenn wir hier bleiben, sind wir tot. Besser weg hier. Zurück zum Lager! Rückzug! Komm schon, komm schon! Ah, verdammt! Lass die Rotröcke nicht feuern! Hm. Scheiß, Marek! Rückzug, Brüder! Rotröcke abblitzen, bevor sie feuern! Hä? Was ist los? Achso. Ist er damit hier sehen? Haben sie jetzt gefeuert eigentlich? Wir müssen los! Der ist tot. Naja, war ja richtig knapp Zeit, nur noch 2 Minuten. Ich kaufe die ganze Scheiße, keinen Bock mehr. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind. Und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken? So werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Ach ja. Mission beendet. Mann, das ging noch schnell. Na, komm schon. Ah, Sequenz 10 beendet. Dann waren es nur noch 2. Und ich weiß gar nicht, machen wir jetzt einen Ausflug oder kommt das erst noch später? Ich glaube, das geht jetzt. Ich wollte schon sagen, ist er gerade hängen geblieben, aber doch nicht. Es ist was passiert, Desmond. Ja, wir machen Ausflug. Abstergo hat dein Dad. Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Hm. Ich wusste immer, dass es dazu kommt, nur nicht so bald. Ich frage mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil Ihres Plans? Wollen Sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten Sie Ihre neue Welt, reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen, das wäre in seinem Sinn, und unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann? Keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Wird gesprochen. Ja, ich finde das jetzt eine richtig geile Stelle. Normalerweise hasse ich ja dieses Ausflug-Kack-Ding mit Desmond, aber dass wir jetzt genau dahin zurückkehren, wo wir damals gefangen geworden waren am ersten Teil, hammergeil. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das
das war eine schlechte Idee. Was sollen sie da machen? Ach komm, Jibias. Also wie gesagt, dass wir genau jetzt hier sind, wo im ersten Teil auch, das finde ich hammergeil. Dann weiß ich gar nicht mehr, ob wir auch in den Animus-Raum kommen. Ich glaube nicht. Ihre Waffen bitte und kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Die Stimme ist so geil von dem. Bändigen Sie das Objekt, bitte. Dass wir nach alter Zeit auch den gleichen genutzt haben. Zack. Bam, Junge. Ich finde, das ist so geil. Hier geht er viel mehr ab als im, also als Connor. Als im dritten Teil, würde ich gerade sagen. Macht doch Sinn. Also generell geht er hier richtig gut ab. Na, hätt's mal die Treppe nehmen sollen. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Signale. Du musst den Rest des Weges klettern. So ganz selbstverständlich so. Ja, dann kletter mal. Das finde ich jetzt auch so geil. Den Raum hier, den kennt ihr vielleicht aus dem zweiten Teil. Da sind wir mit... Boah. Wir müssen ihn finden. Wie heißt die Olle? Wo ist er? Zumindest mit der Ollen sind wir hier geflohen. Bam, Junge. Na super. Wie, lebe ich noch? Wie geil ist das denn? Sind wir ja genau hier geflohen. Alter, komm. Und ich wäre der Meinung, wir müssen da gleich auch nochmal hin. Jetzt. Oh! Zack, Junge! Baff! Wie er den noch immer das Bein stellt, hammergeil! Dein Dad könnte überall sein, Desmond. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, wo er ist. Schon gut. Ist ja kein Problem. Ich aber. Was, er weiß es? Boah, weiß er das da? Komm schon! Bam! Geht doch! Hä? Oh! Da schubst du mich eiskalt um! Das finde ich so geil, wie er hier abgeht, einfach bloß. Bam! Zack! Das war's. Ach! Warum? Wo schießt er denn hin? Zack, rüber mit dir und du bist auch gleich dran. Bam! Jawoll! Was sagt die Zeit da? Wir haben noch ein bisschen. Normalerweise sagt mir ja mein Gefühl das immer richtig, aber ödes. Hier geht's nicht lang, da geht's nicht lang, von da kommen wir. Ah. Ist das der Raum? Gib mir den Apfel. Das ist er! Natürlich sind wir da noch.
Zieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Apropos. Wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Jetzt! Nicht jetzt! Es gibt noch mehr zu tun! Nein! Hau ab! Hä? Was zum Teufel war das? Stimmt, irgendwas ist mit dem. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt ist. Das weiß ich gar nicht mal. Was zum Teufel geht da unten vor? Ach, wisst ihr was? Ach, da wartet ja einer denn? Was macht der da? Bam, okay. Wenn er wartet, dann holen wir uns natürlich alle. Da ist er! Hau ab! Schießt der überhaupt? Hau ab! Genug ist genug, Mr. Mann. Ich habe Sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber Sie danken mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffte, wir könnten Sie schon und Ihre Erinnerungen weiter studieren. Aber Sie sind den Ärger spät. Ja, das finde ich echt geil, wie der einfach bespricht, der Typ. Also, das hat mir ja mal gefehlt eigentlich bei den anderen Teilen ein bisschen. Wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten! Hier geblieben, Freundchen. Mit dem Einsatz von Schutzwaffen. Leg den Kern um. Dann bringt ihr den ab. Bam! Genau, mit Messer gelaufen. Wo ist bitte? Fünfter Stock. Jetzt sitzt er ja schon wieder im Fahrstuhl. Diesmal funktioniert da was für ein Wunder. Warum hat er eine Waffe jetzt? Felix' Büro liegt vor dir. Also, der hat sie geklaut, aber warum? Sie ah, egal. Haben ihn ermordet. Daniel war wie ein Sohn für mich. Etwas schrecklich. Aber sehr gut. Zack. Warum? Sie haben ihn hier genommen. Und Stenner. Wie den Affen. Wie Lucy. Wir wollen der Welt. Lucy hieße, genau. Sie vor sich selbst. Aber sie stehen in meinem Weg. Alle Verachtung. Sie sind vernachtet. Bam, bam, Junge. Und bilden von jemand noch ein. Wir wären die Bösen. Was war das denn? Aber wir bereichern das Leben. Wir ja, was denn? Und verbessern es. Ach da. Ihr macht immer alles kaputt und nehmt, was euch nicht gehört. Wie geil, ey, was mit der Waffe ist. Du musst ja gar nicht zielen. Dad? Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansage. Geben Sie mir den Apfel. Der ist ja schon alt geworden. Sie wollen ihn? Bitte. Yes. Halt! Nein! Bam. Warum haben wir den Apfel nicht früher genug? Du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja. Bin ja mal auch gespannt, wie es weitergeht eigentlich im vierten Teil. Weil, ja. Okay, das war jetzt gerade dumm. Bam, Junge! Zack. Warum haben wir das nicht gleich hingenutzt? Ganz ernsthaft.
Bam. Ach ja, schon eine coole Macht auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es im vierten Teil weitergeht, weil es geht ja hier um die Welt zu retten, das wird ja auch passieren. Oder das Ende, je nachdem. Was das Ziel überhaupt ist im vierten Teil, warum man in den Animus geht. Ich will die Quelle anschließen, bevor ich wieder in den Animus steige. Deine Entscheidung. Das tun wir auch. Aber die Folge ist vorbei. Wie gesagt, das war gerade eine richtig geile Stelle eigentlich gewesen mit Abstergo. Und ja, hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu Assassin's Creed. Bis dahin, reingehauen.